Ich habe F9 gedrückt. Passiert schon was? Ja, er nimmt schon auf. Gut, es passiert schon was. Ja, hallo Leute, willkommen zu einem neuen Let's Play von meinem Kollegen Extreme One. Ich bin der Kommentator. Wir zusammen werden jetzt das Spiel Sweet Home anfangen. Ein Spiel, was auf einem japanischen Horrorfilm basiert. Ja, über fünf Leute, die in ein Horrorhaus gehen, was verflucht ist, von einer alten Dame, die ein Kind verloren hat, was man alles später erfährt. Ja, Richtig, 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 hau richtig. rein. Ich hau mal die Select-Taste an. Ja, aber ich bitte doch darum, die Namen zu ändern. Genau. So, wer war das noch gleich? Das wolltest du sein. Das war der Typ mit dem Feuerzeug. Na, sieht man vielleicht an der Genau. kleinen Flamme. Aber nur, wenn man hinguckt. Ja, wir gucken So. nicht hin. Pff, Ja. wer noch? Ja. Erzähl doch Wir was, während spielen ich den Namen blind. eingebe. Worüber? Über den Charakter selber. Über die Ja, Charaktere. irgendwas. Gut, wir haben also fünf Charaktere zur Auswahl. Hier haben wir Extreme. Seine Spezialität ist der Leuchter, beziehungsweise das, von mir aus Feuerzeug. Ja, ein Je Leiter nachdem. ist ein Feuerzeug. Ist ein Mega-Feuerzeug, wenn du mich fragst. Hier haben wir Das Mr. ist Kyoko. Science. Genau, das ist eine Krankenschwester. Nein, in dem Fall ist es ein Kranken. Science, es ist Dr. Insano. So. Das ist Dr. Insano, also ich. Seine Ja. Spezialität ist der Arztkoffer, der Gift, Verfluchungen und alles mögliche heilen kann. Richtig. Kurze Anmerkung, Tefi. Kurzform von meinem normalen Namen, den wir hier nicht nennen werden. Richtig, ich wollte es nur angemerkt haben. Nicht, dass man Ja, sich okay. wundert, warum du das bist und ich den Tefi nenne. Okay, dann Ende und der Nächste. Ja, der Name Genau. ist okay. Das ist... Taro, ein Kameramann. Oh, Kameramänner. Er hat eben die Kamera, mit der er die später auftauchenden Gemälde fotografieren kann. Da nehmen wir doch den Final Messenger für. Ja, finde ich auch, das passt irgendwie. Ne? Ja, doch, das hat irgendwie schon was, ja. Definitiv. Oh, das ist mein Staubsaugerfreund. Genau. Asuka hat einen Staubsauger, mit dem er Dreck, Glas, was auch immer, wegsaugen kann. Ja, Hooray. ich bin im ersten Raum das erste Mal verzweifelt. Also für mich ist das Spiel prinzipiell blind. Ich habe nur eine halbe Stunde angespielt. Davon Gut, bin ich ich habe 10 mir ein komplettes Minuten... Let's Play davon angesehen. Ich spiele es also semi-blind. Ja, quasi. So, das ist unser Freund der Dark Smoo. Genau. Ach ja, ich muss immer auf Ende klicken. Ich kann nicht, darf nicht Start drücken. Würde mich auch stören. Ich würde auch mal auf Start drücken. Das ist Emmy. Sie hat einen Schlüssel, mit dem sie bestimmte Türen öffnen kann. Haben nur bestimmte. Ja, dann nehmen wir mal den Namen irgendeiner Let's Playerin. Irgendeiner. Nimm Dusselchen. Genau, nein. Wo ist das K da? Ich nehme mal Reiko. Zum Beispiel. Ja. Der Name ist auch okay. Ja. Ja, besonders Tefi ist ja sowieso hier. Das Nonplusultra. Ja, genau. So, Und wir mit haben einen ging gar Charakter. nichts. Richtig. Science! Yes. Genau, yes. Eine... Verdammt, Untersuchung. Ein Untersuchungsteam. Aber es liegt etwas in der verfluchten Haus. Ich hätte mich Genau. daran erinnern sollen, dass ich das übersetzen muss. Pff, ja, wäre gut gewesen. Es ist ein Capcom-Spiel wie Resident Evil, also Türladezeiten. Bitte, Genau. du. Was? Lass uns gehen! Bereite die Kamera vor. Gut, wir sind alle hier. Irgendwo in diesem Haus muss Maya, Maimi Miyamas Fresko sein. Ich bin mir sicher. Nanu, was ist das? Oh mein Was? Gott, Tür geht auf. Nee, Tür ging zu. Quatsch. Was zum... Der Ausgang. Narren, die es wagen, mein Haus zu betreten, sind verflucht. Was geht hier los? Vorsicht. Um Gottes Willen. Oh mein Gott. Ja, ich konnte Ich mal glaube, das besser war ein übersetzen. Geist. Wir müssen entkommen. Da muss ein anderer Ausgang sein. Wir durchsuchen besser das Haus. Oder die Villa. Je nachdem. Genau. Ja, und wir sollten uns also auch daran erinnern, dass jeder sein eigenes Werkzeug hat. Ja. Ich nehme den mal mit.
Okay. Du musst Team sagen, nicht Party. Party okay, ist wechselnd. Richtig. Dieses Spiel war ja interessant. Und den nehme ich mit. Dazu sollte wohl gesagt werden, man kann immer nur ein Team von 3 Leuten bilden. Ja, man kann aber auch 2 Partys zeitgleich betreiben. Das heißt, wir wechseln jetzt mal... Nein. Ja, auf Reiko und nehmen unseren Messi mit, Team. Also prinzipiell braucht man den Typen mit der Kamera in einem Team und man braucht auch dringend den Cyan, Steffi, aber ich teile das jetzt mal anders auf. Oh, macht ja nichts. Man kann sie ja alle in jeden Raum immer mitschleifen. Eben. So. Wie war das noch gleich? Item. Back genau. Muse. Haha. Extrem stabiler Staubsaugerbeutel. Genau. Ich weiß nicht, was passiert, aber lasst uns zusammenbleiben. Ja, tun wir doch. Nein, tun wir nicht. Dieser Ort ist riesig. Dieser linke Raum. Ja, dieser linke Raum. Dieser linke Raum, er ist so offen. So verdammt offen. Dann nehmen wir doch mal die andere Party. Ja. Denn der linke Raum ist wichtig. Ja, rein da. Denn hier gibt's ein Foto. Bilding. Ein Fresko. Genau. Ach, Mensch. Look, genau. Wir könnten hier beten. Sollen wir beten? Nein, wir sollen nicht beten. Na gut, beten wir nicht. Ich bete keine anderen Bilder an, außer das heilige Spaghetti-Monster. Auch wenn das so ein bisschen ähnlich aussieht. Ja. Buchstaben tauchen auf. 1-6. Meine 3 Freskos werden das Puzzle lösen. Gut, dass es nur 3 gibt. Boah. Mhm. Als wenn ich das jetzt glauben würde. Warum nicht? Das Bild lügt nicht. Warum sollte es lügen? Ja, wer weiß. Ich würde vorschlagen, wir nehmen erstmal Zeug mit. Ja, Zeug ist immer gut. Genauso wie Kistli. Mhm. So. Das hat mich auch einige Zeit gekostet, das herauszukriegen. Wie man was aufnimmt. Ja. Habt ihr das nicht sogar per Skype noch beigebracht? Du hast es mir im Nachhinein erklärt, nachdem ich es begriffen hatte, ja. War nah dran. Nah dran. Ja. So, das nehmen wir auch noch mit. Das krieg ich. Warum krieg ich das nicht? Weil ich der Hau drauf bin. Ach, verdammt. So, jetzt brauchen wir nochmal die andere Party. Ja, ich muss mich irgendwann mal... Nein! So war das! Den, jetzt brauchen wir Reiko. Was war eigentlich jetzt mit der Notiz in dem Raum? War da eine Notiz? Ja. Verdammt, ich muss gleich nochmal rein. Das ist so typisch Resident Evil. Es gilt ja auch als der Vorgänger davon so ein bisschen. Ja, aber beim NES war es nicht nötig, dass man Ladezeiten brauchte. Ja, das stimmt wohl. So, Notiz abfackeln. Ah ja, Notiz, ich sehe sie. Ja. Ein Brief. Willkommen in meinem Haus. Fotografiert meine Freskos. Darin. Was? In der Ring liegen die Hinweise. Mhm. Ja, ich kann jetzt tatsächlich das zweite Wort in der zweiten Zeile nicht lesen. Zweite Wort in der zweiten Zeile? Therein lies a clue. Ach, da drin liegt ein Hinweis zum Weg raus. Er ist von Ichirio. Und das muss das Fresko sein. Ja, das haben wir schon begriffen. Also vom Prinzip her nichts, was wir nicht schon wussten, irgendwie. Nein, aber sie war da, also kann man sie auch zeigen. Ja, da ist noch eine. Guck mal. Gucken wir uns die doch mal an. Eine Notiz. Sie gerade gar nicht. Kenji, die Freskos beinhalten Hinweise. Ich denke, sie sind nach dem Datum gruppiert. Okay. Das klingt jetzt schon irgendwie nach mehr als 3. Ja. Das ist schlecht. Ah, eine blaue Flamme, um Gottes Willen. Sie klaut uns Mut.
ist weg. Wo ist denn der jetzt hin? Ja. Sollst du aufs Blue wechseln und gucken, wo er ist? So ein Dreck. Und natürlich deine Party wieder zusammenfügen, sonst werden die Probleme warten. Eine Notiz. Takashi, das nächste Fresco ist across the, ist da übers Loch drüber. Da gab's also noch andere wie uns. Beängstigend. So. Gott sei Dank ist er nicht irgendwo hingetragen worden, wo wir ihn nicht finden konnten. Das ist schon mal erfreulich. Ja. So. Oh ja. Nein! Jetzt kommt zu dem zweiten Teil dieses Spiels, dem Kampf. Ja, das Rollenspielprinzip hier drin. Dann solltest du Call benutzen, mein Freund. Bitte was? Call. Achso, richtig, da war ja noch. Die will ich aber alle nicht. Doch, den will ich. Einfach. Haha. Haha. Jetzt musst du dich dahin bewegen und sie machen mit. Cool. Und dadurch kannst du dann Erfahrungen für alle sammeln. Ja. Hallo? Okay. Das ist ein Job für dich. Ist er verflucht worden? Ich glaube, ja. Oh mein Gott, das ging aber schnell. Ja, das fängt schon gut an, ich merke das schon hier, ja. Das riecht nach einem Job für Super Tefi. Genau. Haha. So, Party. Quatsch. Nächst Party, Team. Warum blinkt der schon wieder? Das ist normal, so ein Effekt-Ding. Okay. Und ich nehme mich auch mit, so. Jetzt haben wir es endlich mal wieder. Ja, jetzt können wir auch endlich das machen, was ich die ganze Zeit machen wollte. Diese effing, das Seil. Ja, abbrennen. Oh, weil sich so ein gigantisches Seil da hängen kann, oder wer ein gigantisches Seil herstellt, aber gut. Das war halt ein Schiffstau. In natürlich. Blut geschrieben. Kraft des Herzens besiegt das Böse. Kingdom Hearts. Wir nehmen uns mal das Holz mit. Genau, Holz. Das Holz kann man immer mal brauchen. Ja. Weißt du, in dem Moment kommt es mir so vor wie in jedem normalen Puzzlespiel. So, ja, da liegt ein Gegenstand, den nehme ich jetzt einfach mal mit. Keine Ahnung, wofür der ist, aber den nehme ich. Genau. So, dann würde ich sagen, Tefi kriegt auch mal eine Waffe. Hooray! Ah, meine ist besser. Das sehen wir jetzt. Sollte sie eigentlich. Oh mein Gott! Da denk dran, hol deine andere Party auch rein, sonst, ne? Ja, wir callen mal. Und wir callen noch mehr. Brauchst du nicht, wenn die in der Party sind, brauchst du die nicht noch zweimal callen, ne? Nein, achso, okay. Es sei denn, du denkst, der Weg reicht nicht für die, dann geht das. Achso. Da ist irgendwas passiert. Passt. Da hat Feuer geschossen. Ja, sind auf jeden Fall alle in der Gruppe. Das ist schon mal schön. Haha. Zwei Erfahrung. Yeah. Und wir nehmen das andere Holz. Ja, das ist blaues Holz. Blaues Holz ist immer besser als rotes Holz. Definitiv, das ist wichtig. Ja. Ich hab jetzt doch auch die Kerze. Genau, ich wollte doch sagen, ich hab doch irgendwas. Weil ich irgendwie. Ich weiß nicht, irgendwie sollte er auch seinen Leuchter da benutzen, sein Feuerzeug. Ah. Okay, was haben wir hier Schönes? Eine Notiz. Er wurde Sicherheit gezogen. Genau. Was bedeutet das? Na, wir haben wir noch Zug erfahren. Ja, wir nehmen mal die Brücke hier mit. Hust, Hust, Spoiler. Nein! Doch! Oh mein Gott! So. Tralalala. Ja. Danke.